Hallo, liebe Thailand-Freunde. Ich möchte mal ein kurzes Update geben zu den Preisen. Heute ist es der 27. Dezember und es ist etwa 8.30 Uhr morgens. Die Temperatur ist gut, so 26, 27 Grad. Blauer Himmel, wie jeder sehen kann, fast keine Wolke zu sehen, etwas diesig. Und jetzt geht es sozusagen richtig los. Die letzten paar Tage des Jahres in Pattaya. Und die Stadt wird langsam voll. Nicht nur von Ausländern, sondern auch von den Thailändern, die jetzt langsam eintrudeln in Richtung Pattaya im Zentrum. Aber ich werde mich da etwas raushalten. Wie ihr seht, fahre ich jetzt in die Siam Country rein, nach Ost-Pattaya, um euch eine der beliebtesten Straßen, würde ich mal sagen, Wohngebiete der Thailänder und der Ausländer zu zeigen. Hier gibt es wirklich schöne Wohngebiete. Die Preise gehen los bei Miete ab 6, 7, 8 oder 10.000 Baht. Nach oben keine Grenzen offen. Und bei den Kaufpreisen, also Einfamilienhäusern, ist man kaum unter 3 Millionen dabei. Und wie ihr seht rechts, die Leute fahren alle Richtung Pattaya. Manche müssen ihren Job aufmachen, manche bringen ihre Kinder zur Schule, obwohl es dafür schon etwas zu spät ist. Die müssen pünktlich um 8 Uhr da sein, um stramm zu stehen. So, also wie gesagt, Siam Country immer geradeaus und es geht heute um das Update. Jetzt die letzte Woche und die erste Woche im Januar ist praktisch die High High Season, wenn es das Wort überhaupt gibt. Jetzt ist hier praktisch Goldgräberstimmung angesagt. Fast jeder hat die Preise angehoben. Besonders in den Hotels, in den Pensionen bekommt man nochmal einen kleinen Aufschlag obendrauf. Was ich letztens in dem anderen Video gesagt habe, etwa 1500, hat sich im Prinzip in diesen beiden nächsten Wochen erledigt. Da kann man jetzt, also wenn man nicht vorab gebucht hat, sondern ein Walk-in macht, schon mal locker 1800 bis 2000 Baht bezahlen. Vielleicht so etwas mehr. Es kommt immer auf die Lage an. Wenn du in der dritten Zone bist, hinten in der Gegend von Solbukau, ein bisschen weiter abgelegen, dann zahlst du natürlich nicht so viel. Aber wenn du vorne Beach Road wohnen möchtest oder in der Gegend, jedenfalls Walking Street, dann kommst du kaum unter 2000 Baht hin, sofern du nicht schon vorab unterwegs in Deutschland oder Österreich, Schweiz oder so gebucht hast. Aber der Unterschied wird nicht allzu groß sein. Also, das sind die Hotelpreise, Pensionspreise ungefähr. Und dann nochmal zu den weiteren Preisen, zu den Damen. Die haben jetzt auch Goldgräberstimmung. Ist verständlich, jetzt können sie richtig Kohle machen. An der Beach Road, Coconut Beach, Coconut Bar, Kokosnuss Bar, wie man auch sagt, bekommst du Short Time nichts mehr unter 1500. Und wir reden von einem attraktiven Mädchen, unter 30. Wir wollen ja im Prinzip nur das Beste. Wenn du eine richtige, super tolle, gut aussehende Frau finden würdest, ab 12 Uhr oder 1 Uhr nachts an der Beach Road, dann darfst du auch schon mal 3000 hinlegen. Wohlgemerkt für Short Time in der High High Season. Und Long Time für die ganze Nacht wird kaum was möglich sein. Außer du bist bereit, 4.000, 5.000 Bar zu bezahlen und morgens auch noch mal dein kleines Nümmerchen schieben zu dürfen. Wie gesagt, das sind Preise, die mir bekannt sind, die mir Freunde erzählt haben, die gerade angekommen sind vor ein paar Tagen und die ich selber also auch recherchiert habe bei anderen Leuten. Die Preise werden wirklich aufgerufen. Es ist nun mal Hochsaison und das wird genutzt. Das wird sicherlich in Brasilien nicht anders sein oder in Kambodscha, ich weiß es nicht. So, das mit dem Essen ist meistens geblieben. Die Preise haben sich nicht erhöht, außer du gehst mit deiner Freundin, Frau, zukünftigen zu einem Silvesterdinner. Da musst du vorab buchen. Da kommt es drauf an, wo du hingehst. Im Garden Paradise kostet das, glaube ich, 1500 Baht pro Person. Das Silvesterdinner,
aber ist nicht jedermanns Sache, dorthin zu gehen. Normales Abendessen für eine Person, also ein bisschen gediegen, nicht so in einem Straßencafé mit offener Tür und so, also wo man den Straßenlärm hört,